Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Capital Beat direkt aus Brüssel, da wo das Herz Europas schlägt. Und wir sind auch wieder im Studio der Europäischen Kommission, da wo viele Entscheidungen fallen, die uns Bürger betreffen. Und als Gast habe ich heute eingeladen Martin Seemeyer. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind Bürochef bei der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und der Kommissarin für Justiz, Bürgerrechte und Menschenrechte. Richtig? Das ist richtig. Das ist ja ein riesiges Gebiet. Und Sie sind ein spannendes auch, Gebiet. Ja, und Sie sind auch noch Rechtsprofessor. Ne? Im Nebenberuf. <laughs> also, Sie müssen es wissen, neben Ihrer Kommissarin. Was bewegt denn die Leute zurzeit am meisten, abgesehen mal von den Bürgerrechten? Mich bewegt zum Beispiel, was passiert denn im Jahr 2011 mit dem Euro? Gibt es denn am glaube, Ende das, des Jahres noch? Das bewegt, glaube ich, jeden hier in Brüssel zurzeit. Das ist die große Frage des Jahres 2011. Was wird aus dem Euro? Was wird aus unserer Währung? Ich glaube, wenn man die letzten zehn Jahre zurückschaut, muss man eins sagen: Der Euro ist eine sehr stabile Währung. Das vergisst man manchmal in diesen Tagen. Bezweifeln in dieser Krise kriegen viele, in Deutschland. Bezweifeln viele, ja, aber wir Deutschen Zeitung haben ja, mit großen Lettern. Ja, nicht nur, man muss nicht nur den Zeiten mit großen Lettern glauben, sondern eben auch sehen, was ist eigentlich in den letzten Jahren, zehn, zehn Jahren passiert? Wir haben eine Inflationsrate gehabt in Deutschland, die war unterhalb derer der deutschen Mark gewesen. Das heißt, das Geld ist stabil geblieben. Und wir haben außerdem von dem großen Währungsraum profitiert. Der Euro im Verhältnis zum Dollar, das ist eine sehr stabile Sache. Das hat niemand erwartet. Jetzt haben wir eine große Krise. Eine Krise, die vor allem dadurch entstanden ist, dass einige Staaten ihre Staatsfinanzen nicht unter Kontrolle gehabt haben. Geschummelt haben einige. Einige haben auch geschummelt. Auch wir Deutschen, <laughs> auch auch wir deutschen haben geschummelt. <laughs> ja, ja, wir, wir, waren haben, ersten, wir waren die, die Ersten, die den Verdacht haben. Und das ist das Gute in Europa, es gibt immer wieder Krisen und aus diesen Krisen lernt man. Und was jetzt passiert in diesem Jahr, wir haben uns alle zusammengerissen, alle sitzen an einem Tisch und versuchen jetzt das zu machen, was man vor zehn Jahren vielleicht noch nicht gemacht hat, diesen Euro auch noch politisch zu stabilisieren. Denn bisher haben wir eine stabile europäische Zentralbank, unabhängiger als die ehemals berühmte Bundesbank. Aber jetzt wollen wir auch dafür sorgen, dass auch das Finanzgebaren der Staaten, das solide gewirtschaftet wird. Und da sind wir einen ganz großen Schritt vorangekommen. Ich glaube, man konnte vor zehn Jahren nicht glauben, dass man zehn Jahre später, da ist, wo wir jetzt sind, nämlich davor, dass wir in Europa endlich gemeinsame Wirtschaftspolitik machen. Ich sage immer so gerne, als der Euro eingeführt wurde, stand 0,82 zum Dollar. Jetzt ist es 1,30. Das ist ein 50-Cent-Unterschied. Ich habe damals in den USA gearbeitet und es war furchtbar. Die Amerikaner haben gelacht, weil der Euro ging immer weiter runter, ja. ging weiter runter. Und jetzt steht er bei um, um die 1,30. Ist also eine nach außen auch sehr stabile Währung. Aber das interessiert den Bürger eigentlich gar nicht so sehr. Es sei denn, er geht als Tourist in die USA. Was einen interessiert, kann ich heute noch das kaufen, was ich gestern. Kaufen konnte. Und da ist der Euro trotz Griechenland-Krise, trotz Irland-Krise unangefochten stabil. Wir haben sogar in diesen Tagen zum ersten Mal auf den internationalen Märkten eine Euroanleihe begeben. Und die Nachfrage ist viermal so stark gewesen wie das, was angeboten ist. Also Europa Euro steigt stark, stark in, das, in das neue Jahr hinein. Und wir haben einen neuen Partner bekommen. Zum 1. Januar hat Estland sich dem Euro angeschlossen. Und da hat Deutschland einen schönen Partner bekommen, weil Estland ist das stabilste Land in der Europäischen Union nach Luxemburg. Ganz geringe Staatsverschuldung und ein Land, das boomt, da ist das Internet zu Hause. Und äh, da kriegen wir einen richtigen baltischen Tiger an unserer Seite. Eine starke Sie waren Verstärkung. Gerade da, nicht? So äh, habe ich das Gefühl. So voller Begeisterung, aber muss man auch sein? Man, man muss das auch sehen, dass, dass wir sind in der größten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren. Und sicherlich geht es der Wirtschaft nicht überall ideal. aber in Deutschland brummt der Markt, und wir haben Länder wie, wie Estland. Wenn Sie da am 1. Januar waren, da haben Sie gesehen, da haben die Menschen an den Geldautomaten gestanden und den neuen Euro sich aus den Händen gerissen. Da war eine positive Stimmung. Ich wünsche mir etwas mehr positive Stimmung für das neue Jahr. Sonst schaffen wir das nicht. Nach dieser Sendung. Nach dieser Sendung spätestens. <laughs> wird es genauso sein spätestens. wieder. Ja, ich glaube auch an den Euro und ich biete keine Wetten an. Also, wir beide werden auf der Seite, die sagen, den Euro gibt es nicht nur noch Ende dieses Jahres, ich sondern biete sogar auch mal eine Wette an, den, der Euro wird noch ein ganzes Jahrhundert sehr stark weiterbestehen. Ja, gut, also soweit will ich nicht gehen. Das erleben wir nämlich In nicht. In 100 mehr. Jahren kann man diese das Wette natürlich auch nicht mehr einlesen. Nicht mehr. Deswegen ist das ein bisschen risky. Ich will doch mal auf Ihr Arbeitsgebiet kommen. Das ist ja, ich beobachte immer bei vielen meiner Bekannten und Sie sicherlich auch, alle geben im Internet. Alles über sich preis. Aber wehe, der Staat will auch nur wissen, ja, wann er geboren ist. Dann schreien sie alle. Ja, Datenschutz ist ja so ein sensibles Gebiet. Sie beschäftigen sich damit. Wovon muss der, der Bürger sich hüten und was kommt auf ihn zu in, Euro, in, in Europa im positiven Sinne? Also, Europa braucht ein europäisches Datenschutzgesetz, denn Daten zirkulieren heute über das Internet grenzüberschreitend. Jeder gibt, wie Sie richtig sagen, Datenpreis. Der eine freiwillig. muss sie freiwillig. Der eine gibt sie freiwillig preis, der andere macht es beim Kauf eines, eines neuen Produktes über das Internet oder bei einer Waschmaschine. Alle Daten werden einfach preisgegeben und natürlich werden viele Daten auch einfach abgegriffen zum Zwecke der Strafverfolgung, was in vielen Punkten richtig sein kann, aber manchmal auch zu weit gehen kann, wie wir bei der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gesehen haben. Was wir brauchen in sehr Europa... Thema. Ein sehr ja, heikles Schlein. Thema. Was wir brauchen, sind verlässliche Regeln. Und zwar zum einen brauchen wir verlässliche Regeln, die für alle Unternehmen gleichermaßen in Europa gelten. Denn Google Street View, das hat ja jeder gesehen, die schwarzen Autos, die durch die Straßen gelaufen sind, die fahren ja nicht nur durch Berlin und durch München, sondern die fahren auch durch die Niederländer, durch Österreich und durch Italien. Es kann nicht sein, dass hier in jedem Land was anderes gilt. Das ist nicht gut für die Wirtschaft und das ist nicht gut für den Bürger. Der Bürger muss wissen, wann dürfen meine Daten verwertet werden und wann nicht. Wir haben Gerade das Jubiläum jetzt der Volkszählung. Das können Sie sich noch ja, gut daran erinnern. Deswegen das habe ich da das angesprochen. Ist, das da ist ein Riesenaufstand. Ein in Deutschland. Unser Niemals. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, jeder hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Recht haben wir auch auf europäischer Ebene seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Und jetzt gilt es darum, daraus konkretes Gesetz zu machen. Das heißt nicht, dass überhaupt keine Daten mehr verwendet werden können. Die Welt lebt von Daten, die Politik lebt von Daten, der Bürger lebt von Daten. Wir alle brauchen Daten. Aber das ist die Auffassung der Europäischen Kommission. Der Bürger muss die Kontrolle über seine Daten haben. Er muss bestimmen können, wann werden Daten gespeichert werden. Und er muss auch das Recht haben, dass Daten wieder vergessen werden können. Das Recht auf Vergessen werden dass etwas gelöscht Löschung. wird und dass man vergessen werden kann. Wir nennen das das Recht auf Vergessen werden, weil das Internet, so heißt es immer, das vergisst gar nichts. Da haben sie eine Seite auf Facebook angelegt im jugendlichen Leichtsinn und zehn Jahre später sieht ihr Arbeitgeber das Ganze und sieht, was sie da für einen Unsinn angestellt haben. Das ist vielleicht der Moment, wo sie sagen können, ich möchte das wieder löschen, ich möchte das wieder rausnehmen und das muss dazugehören. Das Recht auf eigene Daten im Internet muss wieder das Eigentum sein. Man muss es begründen können, eigenverantwortlich und muss es auch wieder einfach und rausnehmen können. Weg damit. Weg damit irgendwann, Das gab es ja zu meiner Generation noch nicht und sagen, Mensch, Alter, was hast du denn da gemacht früher? <laughs> genau. und, und, und nicht nur die Kinder, sondern äh, das kann auch natürlich also weitergehen. Das des Recht auf Löschung. Und einheitliche Regeln in Europa. Es gibt viele Punkte, wo man sagt, wir wollen nicht so viel Einheitlichkeit aus Brüssel. Da gibt es Unterschiede. Im Bereich Datenschutz, da brauchen wir klare Regeln bei Unternehmen wie Google und Facebook, die sind in allen europäischen Staaten tätig. Wir brauchen hier ganz klare verlässliche Regeln und wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen unabhängige Datenwächter. Die Datenschutzbehörden in den einzelnen Staaten müssen unabhängig sein. Sie dürfen nicht von der Politik abhängig sein. Sonst werden nämlich Daten auch mal missbraucht. Und da brauchen wir ganz klare Spielregeln. Wann, wann wird es sowas sein? Die Vorschläge der Sie da Kommission. werden verständlich. Bis zum Jahrhundert. Da mache ich keine, keine Wetten, sondern das kann ich fest zusagen: In diesem Sommer wird die Europäische Kommission eine, einen Vorschlag für ein europäisches Datenschutzgesetz machen und die Regeln, die es bisher fragmentiert in den verschiedenen Staaten gibt und auf europäischer Ebene geben, zusammenfassen, einem modernen auf das Internetzeitalter zugeschnitten. Ein Datenschutzgesetz, was ganz klare Grenzen setzt, aber auch sicherstellt, dass Rechtssicherheit herrscht. Ende in Europa. des Jahres wiedersehen, dann nehme ich Sie beim Wort, das ist es. So was mich immer bewegt und was sich viele fragen, ich bin im Urlaub unterwegs, habe einen Autounfall, irgendwo in Griechenland auf dem Dorf. Ja, oder die Polizei erwischt mich da und will 200 Euro arm. Warum kann ich nicht vor eine europäische Institution gehen und sagen, es muss doch möglich sein, dass da, wo ich Auto fahre, innerhalb der EU, auch das gleiche Recht gilt? Wann kommt das? Das gleiche Recht, das wäre wir wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen hinbekommen, weil das äh, die die Rechtsordnungen in Europa sind über Jahrhunderte gewachsen und das letzte Mal hatten wir einheitliches Recht, als die Römer waren und da seitdem ist viel passiert. Äh, wir können ja, aber wir zumindest gemeinsames Recht. Wollen wir wir mal ein bisschen römisches römen. Recht haben wir noch, ja, aber wir, wir wir brauchen zumindest gemeinsame Rechtsstandards, wenn der Bürger betroffen ist. Das heißt, es darf keinen Unterschied machen, ob Sie nun einen Autounfall in Portugal, Griechenland oder in Köln haben. Die Grundrechte des Bürgers müssen dieselben sein. Nehmen Sie an, Sie kommen jetzt vor Gericht. Sie werden angeklagt, weil Sie fahrlässig einen Unfall äh, möglicherweise mit Körperverletzung oder Todesfolge verursacht haben. Ähm, sie müssen dieselben Rechte haben. Sie müssen beispielsweise ein ganz wichtiges Recht haben, sich in ihrer eigenen Sprache verteidigen zu können. Ja, weil ich glaube nicht, weiß nicht, wie gut Ihre griechischkenntnisse sind, aber es ist wichtig, schlecht. es ist wichtig, dass <laughs> Sie verstehen, was der, auch eher was, der, was der Staatsanwalt ja. gegen Sie vorbringt und Sie müssen mit Ihrem Verteidiger reden können, damit Sie sich verteidigen können. Weil grundsätzlich gilt in Europa die Unschuldsvermutung, bis Sie verurteilt sind. Also sie müssen sich verteidigen können und selbst wenn sie verurteilt werden, müssen sie gewisse Grundrechte haben, falls sie ins Gefängnis kommen. In wo in Europa sie ins Gefängnis kommen, das ist eine Frage, die unserem Zusammenwachsen in Europa immer wichtiger ist, weil gerade die Deutschen kennen das. Wir sind eine ganz starke Tourismusnation. Wir sind überall in Europa zu Hause, nicht nur auf Mallorca, sondern im ganzen Süden Europas, vor allem aber wir auch. Wir ärgern uns immer über das Knöllchen auf der Autobahn. Aber vor allen in Frankreich und aber, Belgien, wo es so aber teuer ist. damit ist Schluss. Wer ein Knöllchen im Ausland bekommt, der muss es auch im Inland wieder bezahlen. Also da sind die Grenzen, kein Schutzfall mehr, sondern jeder muss für das, was er getan hat, auch Rechenschaft Das abregen. gilt ja jetzt seit diesem Jahr oder letzten Jahr. Das, gilt nicht? das wissen die wenigsten. Das wollen wir mal sagen, bevor die Feriensaison genau. anfängt. Achtung, ne? Achtung vor dem Knöllchen im Ausland. Kann man nicht einfach das wegschmeißen sondern ab jetzt kann kassiert werden. Das gilt natürlich vor allem auch umgekehrt. Wie viele Autofahrer fahren durch Deutschland? Bei denen kann der deutsche Fiskus kassieren. Aber wenn Sie in Spanien unterwegs sind, passen Sie auf. Auch das wird in Deutschland vollstreckt. Generelle Frage, Sie sind ja Büroleiter der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission in 2011. Die Krise, sagen manche, ist vorbei. Nicht die Krise des Euros, die Wirtschaftskrise. Was glauben Sie, wird sich in 2011 tun? Kommen noch andere EU-Länder unter diesen großen Rettungsschirm? Portugal wird spekuliert. Oder wurde spekuliert? Also die Krise Andere. ist noch nicht vorbei. Die Krise, die, die, die wichtigsten wirtschaftlichen Auswirkungen sind vorbei. Aber die Krise des Euro, die Diskussion um den Euro wird weitergehen in diesem Jahr. Wir haben einen sehr großen Rettungsschirm, 750 Milliarden Euro. So weit kann man gar nicht denken als Normalbürger. Das also heißt. Immer, wie viele Nullen wissen Sie denn? Das? Das, das reicht aus, um fast alle europäischen Länder, die Probleme hätten, darunter zu bringen. Wir hoffen aber, dass das nicht passiert. Der Rettungsschirm hat vor allem eine psychologische Auswirkung. Er führt nämlich dazu, dass man nicht einfach gegen ein Land spekulieren kann, sondern jeder weiß, ihr könnt spekulieren, so viel ihr wollt. Am Ende wird Europa zu seinen Mitgliedstaaten stehen. Allerdings nicht um jeden Preis. Jedes Land, das unter den Rettungsschirm kommt, muss ein drastisches Konsolidierungsprogramm machen. Das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland, was es heißen würde, auf einmal die Gehälter aller Beamten um 25 Prozent zu reduzieren. Überlegen Sie sich, was das ja, in Deutschland bedeutet. In Griechenland sind es sogar 30 Prozent. Ich habe gerade gestern eine Griechin getroffen, die sagt, ihr Mann, Pensionär, Nein. 30 Prozent weniger. Das setzen auch, wir durch. Stellen Sie sich das mal vor in das Deutschland. Setzen wir, das setzen wir durch und das wird durchgesetzt, um zu erreichen, dass alle Länder ihre Haushalte wieder unter Dach und Fach kriegen. Aber es ist natürlich keine einfache politische Entscheidung? Und wie Sie richtig sagen, was würde der Deutsche Beamtenbund in einer solchen Situation machen? Revolution. Also, positiv für den Euro, positiv für Europa, positiv für uns Bürger. Nur aufpassen, Knöllchen werden kassiert. Ich bedanke ja. mich bei Ihnen, Professor Martin Seelmeier. Sie sind Bürochef der Kommissarin Vivian Reding für Justiz, Bürgerrechte, Menschenrechte und gleichzeitig ist sie Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause und sage Tschüss, bis nächste Woche. Und wenn Sie nachlesen wollen, was wir hier gesprochen worden haben, dann bitte auf www.europeancircle.de. Bis dann und Tschüss.